Oma, was ist denn das? Das ist unser Wappen. Es ist aber nicht alt. Diese blauen Wellen stehen für die Donau. Unsere Ahnen fuhren diesen Fluss abwärts in ihre neue Heimat aus Deutschland in die Batschka. Die Gebäude stellen die Festung Temeschwar inmitten fruchtbaren Ackerlandes. Da die 6 Türme die Festung symbolisieren, die Hauptsiedlungsgebiete der Donauschwaben, schwarz, rot und gelb sind die deutschen Nationalfarben. Und weiß-grün sind die donauschwäbischen Stammesfarben. Nevena, hast du das Buch für Geschichte gefunden? Ja, Sema, was ich gefunden habe. Prvoj smrti, drugoj patnja, trećoj hleb. Zuerst den Tod, dann die Not, dann das Brot. Ja, das reimt sich ja. Sema, hier steht Karlovitz, das klingt doch deutsch. Und hier ist Sremski Karlovitz, aber warum? Ja, aber warum deutsch und serbisch nebeneinander? Weiß ich nicht. Seht mal hier eine Zeitschrift, die Fenster heißt. Prozor, Broschesnest, September 2015. Poverenje, Pomirenje, Poštenje, Vertrauen, Versöhnung. Ehrlichkeit. Die Bedeutung von Karlovitz und ihre Handwerke. Sieh mal, was ich hier gefunden habe. Unser altes Gymnasium. Ja, das ist das Vorgebäude unseres Gymnasiums. Aber was habe ich hier gelesen? Die Möbel für das Gymnasium in Karlovitz oder das Illyrische Gymnasium, wie man es anfangs offiziell nannte, stellt ein Karlovitzer deutscher Herr, der Tischler Josef Stahl. Sieh mal, er sagt Donauschwaben. Aber warum? Also wir, also in Vojvodina wohnen auf Donau und Schwaben kommen aus Deutschland. Aber warum in einer serbischen Zeitschrift? Also steht Donauschwaben. Also wir müssen auf Donau gehen und das erfinden. Kommen Sie, wir gehen! In Geschichte haben wir gelernt, dass Flüsse sind die Lebensader der Menschen. Schon seit Jahrtausenden siedelten die Menschen überall auf der Welt bevorzugt an Flüssen und Bächen. Diese spendeten Trink- und Nutzwasser für den Lebensalltag, gaben Schutz und waren oft der einzige Transportweg. Am Ende konnte sie in Neusadt. Wir befinden uns an der Donau bei Apatin. Hier beginnt die Geschichte der Donauschwaben. In mehreren Schwabenzügen vollzog sich die Ansiedlung der Donauschwaben in die Region. Mehr sagt uns Boris Masic, Vertreter der deutschen Minderheit in Apatin. Nach den Türkenkriegen war diese ganze Region verwüstet, menschenleer. Und als diese Lage mit den Türken schon geklärt war, eigentlich als man die Grenze bei Belgrad festgestellt hat, hat man entschieden, diese Region zu kolonisieren. Anfang des 18. Jahrhunderts war Apatin schon ein Militärhafen.
der Versorgung vom Heer diente. Und um diesen Militärhafen ist schon eine zivile Stadt langsam aufgebaut. Aber als Anfang der deutschen Kolonisation dieser Region nimmt man das Jahr 1748, als man die Stadt Apatin gegründet hat. Und von diesem Datum sind hier alle Kolonisten in den Ulmer Schachtel von Ulm bis Apatin gefahren, sodass das Apatin in dieser Zeit das Ansiedlungspunkt der deutschen Kolonisation geworden ist. Und gerade hier in der Mitte der Donau heute befindet sich diese erste alte kolonistische Stadt Apatin, von wo man weiter die ganze Region besiedelt hat. Zuerst in dieser ersten Kolonisation, in der Zeit der Maria Theresia, hat man hier nur deutsche Katholiken angesiedelt, und in der späteren josephinischen Kolonisation hat man nicht nur die deutsche Evangeliken und Reformierte hier angesiedelt, sondern alle anderen Völker, die in der österreichischen Monarchie gelebt haben. So dass wir dann diese ganze heutige Mischung von Völkern, die hier in der Vojvodina lebt, können wir dieser josephinischen Kolonisation auch verdanken. Die christliche Religion war im Leben der Donauschwaben sehr wichtig. Zuerst kamen nur katholische Siedler, später auch Protestanten. Die Kirche stand immer in der Mitte eines Dorfes. Zuerst waren sie sehr einfach. Erst später im 19. Jahrhundert baute man klassizistische und neuroromantische Kirchen. Der Fleiß der Donauschwaben war sprichwörtlich, aber der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag und die Sonntagsruhe waren Pflicht. Man verehrte viele Heilige, aber die Jungfrau und Gottesmutter Maria war die wichtigste. Ihr sind viele Kapellen und Kirchen gewidmet. Die wichtigsten Feiertage waren Weihnachten, das Dreikönigsfest, Ostern, Christi Himmelsfahrt, Pfingsten und andere. Wir befinden uns nun vor dem Grashalkovic-Palast in Sombor, der eine wichtige Rolle in der donauschwäbischen Geschichte spielt. Der Grundstein des barocken Palates wurde am 24. Juli 1750 gelegt. Hier sollte die Verwaltung der Hofkammer in der Batschka ihren Sitz haben. Der Bau wurde 1761 abgeschlossen, als der bekannteste Bewohner des Palates, Anton Grashalkovic, zum Verwalter der Kammergüter ernannt wurde. Die Somborer nennen ihn auch heute noch Grashalkovic-Palast. Der Palast war das administrative Zentrum für die Kolonisierung der Donauschwaben und die Quarantäne neuer. Hier wurde ihnen befohlen, wohin sie ziehen durften. So gründeten sie viele Orte.
Heute heißen diese Orte Apatin, Odžaci, Feketić, Gako, Stanišić und viele andere. Heute wird das Gebäude restauriert und es soll dort bald ein Museum der Donauschwaben entstehen. Wie waren Ihre Häuser? Was ist das? Was ist das? Donauschwabisches Museum. Donau-Schwaben, Podunovske Schwabe, Danube-Schwabians. Wir müssen ihnen gehen. Ja, wir gehen. Wer klopft? Wir wollen ihr Donau-Schwäbisches Museum besuchen. Bitte. Danke. Kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich wünsche Ihnen herzlich willkommen. Danke. In Heimathaus. Donau-Schwäbisches Heimathaus. Was sehen wir hier? Also, was ist das? Dies ist kolonistisches Haus aus 18. Jahrhundert. Mit Hof. Bitte. In diesem Bett schlaft Vater. Er schlaft allein. Er macht sehr schwere Arbeiten und muss gut schlafen. In diesem Bett schlaft Mutter und schlaft oft mit einem Kind, manchmal um zwei Kinder und manchmal hat ein Baby. Hier, wir sehen die alte Trachte, also die Donau-Schwabische nationale Trachte. Und hier, wir sehen also die Lederhosen und die also zwei Betten mit also großen Decken, wo die Kinder und die Eltern schlafen können. Und hier ist auch also eine Kapelle oder ein Familienaltar, weil die Kirche war manchmal weg von dem Haus. Diese schöne Führung und alles Gute zum schönen Tag. Ich bin sehr zufrieden mit meinen lieben Gästen. Ah, danke. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und kommen Sie wieder. Okay. Ja. Oma, und wie war die Kleidung von damals? Also sieh mal dort. Die Trachten unterscheiden sich von Ort zu Ort, weil die Ansiedler aus verschiedensten Gegenden in Deutschland kamen. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Tracht in ländlichen Gebieten etwas Alltägliches. Im Alltag trugen Frauen Werktagskleidung, wie diese hier. Die Trachten bestanden meist aus ein oberes Kleid und einer Schürze. Und hier haben wir die Festtrachten. Und zu Feiertagen trugen die Frauen Festtrachten. Die Frauentrachten bestanden meist aus oberes Rock, also mehreren Unterrocken, einer Schulter. Tuch, einer Schürze und einen sogenannten Leiberl oder ein oberes Kleid, kann man auch sagen. Viele Frauen
trugen, wie ich schon gesagt habe, Schultertuch. Und auch die verheirateten Frauen trugen auch ein Kopftuch. Oma, und das? Also haben wir für gekocht und gebacken. Hallo, hallo. Danke. Hallo. Eine Gesellschaft ist hier. Ja, hier. Es freut mich sehr. Magdalene und die wollen Zwiebelkuchen machen. Sehr mehr. Gut. Das ist eine sehr gute Überraschung. Bitte kommt rein heran. Habt ihr schon mal Zwiebelkuchen probiert? Nein. Na gut. Na gut, dann werden wir heute das probieren und zusammen zu machen. Gut? Schöne Überraschung. Philipp, ich habe gehört, dass du gerne Zwiebel schälen kannst. Komm dann und mach dann. Eigentlich, das ist ein altschwäbisches Rezept. Und dazu brauchen wir, was immer in einem Bauernhaus war. Zum Beispiel natürlich. Zwiebel, natürlich brauchen wir Eier, Mehl auch und ein wenig Fett dazu und dann natürlich Eier und Speck dazu. Und das wird alles sein, nur müssen wir alles zusammen legen. So zum Beispiel zum Teig brauchen wir ein wenig Milch, das ist eigentlich Hefe. Ich habe schon gemessen, wie viel wir dazu brauchen. Und natürlich brauche ich ein wenig Zucker dazu. Bevor wir Mehl benutzen, müssen wir das sieben. Wir brauchen dazu ein wenig Salz. Nur ein paar Sekunden dazu. Das muss wärmer sein, damit man Hefe ein bisschen aufwächst. Bitte, Philipp, ein bisschen schneller. Weil so die Bauernfrauen hatten nicht so viel Zeit zum Vorbereiten. Wir müssen auch das Fett eigentlich ein bisschen aufwärmen. Was haben wir hier? Eigentlich Mehl, Salz. Und jetzt Butter, ja? Butter oder Schmalz oder etwas Fett. Das ist schon ganz gut. Aber jemand muss das mischen. Wer will das machen? Willst du? Willst du, Lea? Gut. Ja. So, bitte misch mit der Hand. Ja, hast du schon gesehen, wie deine Mutti macht das? Ja. Ja, so, nein, nicht so drücken, sondern so, mischen. Dann hier ist unser Teig. Musst du das in eine Kugel machen? Eine Kugel, schau mal, so. Hierher musst du das hinein. So, wir machen das so. Du verbreitest den Teig. Machst du den? Bitte. Schön. Drücken, aufdrücken. Pass auf, das muss schön. Hier ist es. Ja, gut, danke. Pass auf, ungefähr. Siehst du, das ist ungefähr gut. Nehme den Teig in deine Hand und schön legen wir das hinein. Das ist der Speck, ganz einfacher Hausspeck. Aber das muss geraucht werden. Geraucht. Schmeckt das dann? Rauch. Rieche das, wie gut das riecht, nicht wahr? Ja. Und du auch? Ja. Ja, natürlich.
brauchen wir, was denn? Wir haben gesagt, Salz, Kimmel und ein wenig Pfeffer. Aber Pfeffer nicht viel. Das, bitte, Philipp, nein, so geöffnet, nur herumstreuen. Genug. Jetzt nehmen wir dann das. Zuerst so viel, das ist genug. Ja, überall. So, nein. Und das ist hier jetzt Kima. Auch du. Jetzt hier ist eigentlich, nimm zwei kleine Löffel. Und herumstreuen. Streue herum. So. Und noch einmal. Ja. Und jetzt mische bitte. Und dann werden wir probieren. So, probier mal. So, hier ein bisschen. Das schmeckt gut. Schmeckt gut, ja, Philipp. Probier mal auch, ob man ein bisschen Salz noch dazu. Nein, nicht wahr? Gut, dann lasse ich das. Hineinlegen. So, zumachen und 35 Minuten müssen wir warten. Hallo, liebe Kinder, das ist eine Überraschung von meiner Seite. Etwas Süßes zu tun und etwas Süßes zu essen. Dieses Essen heißt Kaiserschmarrn. Kaiser, weißt du, was bedeutet Kaiser? Schmarrn, machen, klein hacken, klein schmarrn, heißt so das. Das hat meine Oma damals, als ich klein war, immer im Sommer für die kleinen Kinder vorbereitet, weil das sehr leicht und schnell zu machen kann und weil das süß ist. Wir brauchen dafür nur Milch, Mehl und Eier. Jetzt werden wir noch 6 Eier dazugeben. Und das so, dass zum ersten Mal den Eigelb hinstellen und den Eiweiß hierher. Und aus dem Eiweiß sollte man Schaum machen. Und diesen harten Schaum dann zurückgeben. Und dann ist das flüssige Teig für Kaiserschmarrn fertig. Es ist bald unser flüssiger Teig fertig. Jetzt können wir es braten. Nur ein bisschen Öl dazugeben. Wie schön das ist. Oh. Na, guten Appetit. Ja, probiert mal. Probiert mal. Es soll schon gut sein. Sollen? Schmeckt das? Ja. Na, ja. Es freut mich sehr. Willst du noch mal machen? Ja.
Amen. Može, hvala. Može, hvala. Evo ovako, ja ću jednu šniclu sa senfom i pomfritom. Za mene može fruštup, menu broj 1 sa špekom. Ja bih poručila štrudlu i jednu topu čokoladu sa šlagom. Može meni švarcvog kolač. I treba mi još samo escajk. Hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala. Da li je sve u redu? Jeste. Jeste. Jeste čuli za party u Firčiju? Da, ali su mi štikle kod šustera, pa nema što da obujem. A ja bih išla, ali šparam za novu kravatu. Tati za rođendan. Ah, a dobro, kad već ne možete, možete doći im pomognete oko šminke, barem. Da, dolazimo rošovoma, donosimo viklere, a fen, valjda imaš. Da, a ja ti mogu doneti glans novu bluzu koja je meni velika, ali će tebi sigurno biti knap. Super, samo mi se slažu za ono novo prašno. Heute leben in der Vojvodina etwa 4000 Deutsche. Mehr darüber sagt uns Herr Peter Rank, Mitglied des Nationalrats. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in ehemaligen Jugoslawien mehr als 500.000 Deutsche. Danach wurden viele vertrieben, in Lagern ermordet und enteignet. Lange wollten sie nicht als Donauschwaben deklarieren, weil sie Angst hatten. Das ändert sich aber langsam. Erst in den 90er Jahren durften wieder die deutschen Vereine gegründet werden. Und laut Volkszählung aus dem Jahr 2011 leben in Serbien gegen 4000 Mitglieder der deutschen Minderheit. Die meisten befinden sich in Vojvodina, zum Beispiel in Sombor, in Apatin, Sremski Karlovci, Subotica und so weiter. Diese Vereine engagieren sich für den Erhalt der deutschen Sprache und Kultur. Man gründet auch die kleinen Museen und Heimathäuser und so weiter. Zwei Vereine geben auch die Zeitschriften aus. Da sind die deutsche Stiftung aus Sremski Karlovci mit ihrem Blatt Fenster und deutsche Verein aus Subotica auch mit ihrem Blatt Guckmal. Wir sind auch sehr stolz auf unsere Radio- und Fernsehsendungen. Sie werden natürlich mit Radio Televisie Vojvodina unterstützt. So, ich möchte noch sagen, dass seit 2007 dürfen die Mitglieder der deutschen Minderheit auch ihren eigenen Nationalrat wählen. Das bedeutet, im Jahre 2007 wurde der erste Nationalrat der deutschen Minderheit stattgefunden. Unser deutscher Nationalrat besteht sich aus 15 Personen, die in 4 Ausschüssen beschäftigt sind. Ausschuss für Kultur, Ausschuss für Ausbildung, Ausschuss für Sprache und Ausschuss für Öffentlichkeit und Medien. Nationalrat ist eine städtliche Vertreter der deutschen Minderheit hier in Serbien. Und wir kämpfen um die Bewahrung der deutschen Nationalität, Identität und kulturellen Erbes der deutschen Minderheit. So, man kann sagen, dass die Deutschen in Serbien jetzt wieder aktiv sind und von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Nach meiner Heimat, das ist mit Ihnen, es ist die alte Heimat noch, dieselbe Ruf, dieselbe frohen Lieder, und alles ist ein anderes Dorf, dieselbe Ruf. Wir haben unsere Geschichte an der Donau begonnen. Und nun befinden wir uns in Gakovo, wo die Geschichte der Donauschwaben nach dem Zweiten Weltkrieg ein trauriges Ende fand. Während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg haben viele Donauschwaben an deutscher Seite gekämpft. Nach dem Krieg war das eine Rechtfertigung dafür, dass allen Donauschwaben die Kollektivschuld angelastet wurde. Gakovo war früher ein donauschwäbisches Dorf, das nach dem Krieg zu einem Lager wurde. Hier mussten viele Donauschwaben, Kinder, Frauen und alte Menschen
unter schlimmsten Bedingungen leben und Zwangsarbeit leisten. Viele sind an Unterkühlung, Krankheiten und Hunger gestorben. Wie viele es genau waren, weiß niemand. Im Jahre 2004 wurde diese Gedenkstätte zur Erinnerung an alle Opfer von Lagers von Gakovo errichtet. Wenn ich an Sekic denke, erscheint mir das Bild einer sonnigen Kindheit. Akazienblüten duften, Kinder spielen Himmel und Hölle im Schatten. Der sommerliche Summen in der Luft, der Salasch mit Weingarten und mit vielen Haustieren. Schweineschlachtfeste im Winter, Baden im Krivaja im Sommer. Bei der Weinlese durfte ich sogar den Wagen zum Weinberg fahren. Die Winter waren kalt. Schlitten fahren, Pferdeschlitten, mit Rodeln die niedrigen Hügel herunter. Und immer wieder der Sommer, Dampfdreschmaschine und den herrlichen Speck mittags im Schatten von einem hohen Haufen von Weizengarben. Naja, das ist alles längst vorbei, aber es ist schön, daran zurückzudenken.